So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Und heute spielen wir den IS-1 und den T-34-85. Den habe ich lange nicht mehr gespielt und irgendwie hatte ich mal wieder Lust drauf. Und ja, wir gucken einfach mal, was die Runden so bringen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der ersten Runde wieder. Ja, da sind wir auch schon und wir sind auf einer neuen Karte, meine Damen und Herren. Das möchte ich jetzt nur mal kurz festhalten. Die Karte gibt's, ich weiß, die Karte gibt's schon seit dem letzten Update Project X, aber ich hatte sie noch nie. Ne, dank dem wunderbaren, tollen, supergeilen War Thunder Kartenmixer, der beschissen ist wie Sau. Aber okay, habe ich genug drüber auch schon genug drüber ausgelassen, dass man nur die gleichen Karten kriegt. Coole Karten teilweise nie. Dann dauern nur irgendwelche Kackkarten, aber okay, naja. Ja, die Karte hatte ich deswegen noch nie und wir gucken mal. Ich kenne sie quasi schon vom Sehen aus Videos, aber selbst habe ich sie noch nie gespielt. Gucken wir mal, das ist nicht so gut, ne? Und ich habe ihn nicht getroffen. Ach komm. Gut. Merke ich mir. Da nicht langfahren. Das war jetzt nicht so clever. Da sollte man nicht. Sag mal. Ist das eigentlich für eine Klappe hier hinten oder? Nee, wahrscheinlich keine Klappe, aber. Warum sind ja so zwei Kreis. Doch, sind zwei Kreisrunde Klappen. Na, ist egal. Ist auch egal. Keine Ahnung, was da reinkommt. Vielleicht hat man da Munition reingerichtet oder. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Wir versuchen jetzt einfach nur diese Runde zu gewinnen. Obwohl das, ja. Wird schwierig. Das sieht schon wieder aus wie so eine. Eine der Karten, wo man quasi, wenn erstmal ein Team sich gut positioniert hat, das andere halt gar nichts mehr machen kann. Mal gucken, ob dem wirklich so ist oder ob ich falsch liege. Aber da ich Gaijin und die Karten, die sie machen, kenne, glaube ich nicht, dass ich falsch liege. Ich hoffe es zwar, aber ich glaube es nicht. Ist der. Ja, der ist tot. Ja, komm schon, ja nicht sehr. Ja. Hätten mich ein IS-1 so rausgenommen, hätte ich mich tierisch aufgeregt. Gebe ich zu, der Schuss war jetzt. Ja, pures Glück trifft es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Oh. Hi. Oh, nochmal hi. Na, das sieht ja lustig aus. Baum, geh weg. Tiger. Geh. Oh. Ja, keine Ahnung, wo ist. Vor allem ist hier noch irgendwo ein mittlerer Panzer. Da. Sollten wir mal ranfahren. Weiß nicht, ob der. Ah, nee, der ist gut. Das ist schon mal gut. Das Problem ist, da vorne lebt noch ein bisschen was. Ich finde das echt gut, dass hier ein paar Flachs umschneien. Einfach, dass man sich auf dieser langen Geraden noch irgendwo verstecken kann. Aber es ist ja auch so ein kleines Todestal, ne? Kann das sein? Wenn man einmal drin ist, kann man ja von da oben geschossen werden. Das ist schon kritisch. Durch. Oh mein Gott. Okay, da ist alles tot. Ich werde mich jetzt mal nach oben orientieren. Okay, da kommt nichts. Also ich will jetzt noch die Punkte hier mitnehmen. Nehmen wir noch die Punkte, genau, das Gebiet zu Ende ein. Alles klar, das war ein Flugzeug. So, dann stellen wir hier hin und reparieren mal eine Runde. Kann sich ja nur um Jahre handeln. Ah ja, das habe ich schon fast gedacht. Oh, gut, dass ich hier stehe, kann ich hier hochziehen. Falls sie was runter möchte, kann ich es dann wegschießen. Bei Gelegenheit. Haben wir ja in dieser Runde schon was abgeschossen? Oh, ja. Ich weiß ja nicht mehr was, aber egal. Ich lasse die Runde auf jeden Fall mal drin. Falls ihr wie ich diese Karte auch noch nie hattet, könnt ihr euch wenigstens hier so zum Teil angucken. Alles hier repariert. Aber bei Ketten warte ich lieber einmal zu lang als einmal zu kurz. Ich muss halt hier ganz hoch fahren, weil ich habe halt. Null Gun Depression.
Hier steht irgendwo ein dicker, fetter Panzer. Wenn ich nur wüsste, wo. Ah, ich glaube, ich weiß, wo. Oh, komm, gib Gas. So durch, der sollte jetzt genau hier stehen. Ey, komm! Wie viel Pech kann man denn bitte haben? Wie viel Pech kann man denn bitte haben, Alter? Ey, das... Komm, ey. So viel Pech. Komm, ernsthaft jetzt. Das war jetzt schon fast ein bisschen zu viel Pech. Dass ich genau da das eine Ding treffe. Überall, sonst wäre ich ja durchgekommen, nur da nicht. Naja, was soll man machen? What the fuck? Was passiert da gerade? Und tschüss. Suppen-Pershing wurde zur Suppe verarbeitet. Oh, da drüben steht auch was. Na, Halleluja. Wir werden uns aber erstmal um die Spawn-Camper da kümmern. Wobei, ich glaube schon fast um die wurde sich schon gekümmert. Wir haben auch gleich nachgeladen, also bis wir da sind, ne? Dauert 2 Stunden, aber wenn wir nachgeladen haben, dann geht es richtig los. Da ist noch ein Panther. Oh. Da war ein Panther, der vom Aal gerade ziemlich weggebumst wurde. Ich muss ja nur das ganz oberste Teil sehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich hier hochschießen können. What the fuck, Alter. Ich dachte wirklich nicht, dass die hochschießen können. Der stand ja quasi hier, der hätte ja auf mich schießen können. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Oh, wir chargen jetzt mal die ISO mit. Oh, das war der Turm, von dem ich platt gemacht habe. Wir haben auch gleich nachgeladen. Ah, sehr schön. Die IS-2 ist tot. Alle Spawn-Camper beseitigt. Wunderbar. So muss das sein. Oh, fahren wir noch ein bisschen in der Stadt rum. Sehr, sehr schön. Ja, da gab es zum Beispiel, da gab es am Ende nochmal einen Abschluss vom Suppen-Pershing. Warum auch nicht? Ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen rumcruisen. Ist aber eigentlich eine ganz schöne Stadt. Also die Karte an sich, schön. Ich weiß noch nicht, wie sie spieltechnisch ist. Ich habe sie jetzt erst einmal gespielt, aber... Übrigens hat sich auch das, was ich gerade am Anfang gesagt hatte, nicht bestätigt. Also selbst wenn sich ein Team verbunkert, glaube ich, hat man hier noch ganz gute Chancen, das Ding zu gewinnen, weil in der Mitte, das ist halt wie so eine Kuhle. Rechts und links sind halt Berge. Das heißt, wenn man da unten einmal drin steht, kann man sich eben nicht so verbarrikadieren, wie das oft möglich ist, sondern man hat dann ernsthafte Probleme. Weil man wird halt von oben beschossen und dann sitzt man quasi unten in der Falle. Also das ist gar nicht so geil. Jetzt wüsste ich gerne, in welche Richtung der IS-1 guckt. Der scheint in meine Richtung zu gucken. Der scheint mich auch gesehen zu haben. Tschüss. Boah, den kann ich zumindest mitnehmen. Also wenn ich jetzt rausfahre, macht mich halt der IS-1 platt. Aber solange ich hier meinen lieben netten Turm habe... Eieieiei. Weiß gar nicht. Ah, guck mal, der IS-1 hat seitlich gesegnet. Durch Bombenbeschuss. Bombenbeschuss. Durch Bombenfallenlassung. Ja, Bombenabwurf. Ha! So heißt's. So, stehen wir schon am Punkt drin? Nee, schade. Ah, okay. Die Cap-Punkte nehmen wir nicht mehr mit. Aber guck mal, da kommt was. Großes, dickes. Ah, ich bin tot. Außer der Tiger stirbt quasi... quasi sofort... ach so. Ah, ja, ja. Ja, Suppen-Pershing hat die platt gemacht. Wollte gerade sagen, er ist einfach sofort draufgegangen. Keine 3 Meter gefahren. Tot. Und Toast. Aber die Karte macht Spaß. Die ist irgendwie cool.
Man hat viel Möglichkeiten, sich zu verstecken und auch aus dem so rauszuschießen. Also es gefällt mir. Es ist nichts, wo man irgendwie groß campen kann, oder? Ich weiß es halt nicht. Aber zumindest macht so den ersten Eindruck. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ja, dreh dich. Stehen halt in dem Stein, ne? Also ich fahre jetzt auch nur so weit vor, weil halt sonst nichts mehr passieren wird. Glaube ich. Ich glaube, wir haben das als Team ganz gut unter Kontrolle. Ich werde jetzt hier einmal oben um den Berg rumfahren. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Die Gegner haben auch kaum mehr Tickets. Oh. Lol. Okay. Das sah zwar aus, als hätte ich drauf geschossen, aber muss ja gar nichts mehr machen. Ja, perfekt. Boah. Ja, komm. Das sehen wir eigentlich. Oh, wir haben eine neue Karte gesehen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal drin. War es jetzt halt vielleicht nicht die spielerisch geilste Runde, aber man hat was Neues gesehen. Ist ja auch nicht schlecht. Oh, was ist das denn? Oh, wir waren auch Low-Tier, wie ich gerade sehe. Ja, 7500, nehmen wir mit. Ich sehe gerade, die Schlachttrophäen werden neuerdings hier angezeigt. Das ist aber nicht lange so, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass sie eben vorher nicht angezeigt wurden. Bin ich mir ziemlich sicher. Also das muss irgendwie neu sein. Na gut. Ja, nicht schlecht. Ne, möchte ich nicht. Das Problem ist, der fragt immer, möchtest du das erwerben? Und dann sagt man ja, aber man weiß überhaupt nicht, was man überhaupt gekriegt. Ah, Bremsenangriff. Gut, nehme ich das. Ich weiß immer ganz gerne, was ich erworben habe und kann ja auch selbst bestimmen, was ich weiter forsche. Na gut, ich würde sagen, das war die erste Runde, neue Karte und wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Also, bis denn. So, zweite Runde und ich habe heute nur Pech. Es kann nicht sein. Ich kriege eine Karte mit einem Cap-Punkt nach der nächsten. Es ist doch nicht zu viel verlangt. Ein Cap-Punkt ist halt immer extrem scheiße. Weil du hast halt nicht viel Möglichkeiten, irgendwas anderes zu machen, als auf den Cap-Punkt draufzufahren. Bedauerlicherweise. Weil, gut, ich kann mich jetzt auf die andere Seite stellen, aber der Cap-Punkt ist ja so weit weg von allem, dass es mir halt nichts bringt. Ich muss halt über den Fluss fahren, weil, ja, ansonsten kann ich halt gar nichts machen. Was halt echt total bescheuert ist. Warum macht man dann einen Cap-Punkt? Ich meine, wenn man wenigstens noch von irgendwo anders auf diesen Cap-Punkt schießen könnte. Aber kann man nicht. Man muss halt hinfahren. Es ist halt, jetzt fahren beide Teams direkt zum Cap-Punkt. Juhu. Was ein Spaß. Komm, lasst uns Würfelspiele spielen. Das ist einfach nur dumm. Das ist, ach komm, nee. Man steht ja oft noch direkt auf dem Hügel. Was soll denn der Scheiß? Ganz ehrlich. Wer will denn da hinfahren? Ach komm. Ja, naja. Er sagt, es bringt auch nichts, sich irgendwie auf die andere Seite des Flusses zu stellen oder so ein Scheiß. Weil von der anderen Seite des Flusses kann man halt niemals auf diesen Punkt schießen, weil da überall Häuser und so ein Scheiß dazwischen steht. Wo sind die Gegner? Da war schon mal einer. Nee, noch ein Stück zurück. Oh. Der hat doch tatsächlich versucht, auf mich zu schießen. Ist da auch was? Nee, da ist nichts. Warum schießt du denn da hin? Hä? Wo sind denn die? So. Weiter geht's. Nachdem ich mein Telefon unterbrochen hat. Aber ich sehe immer noch keine Gegner. Also von daher, es passiert ja nicht viel. Hey, Freunde, das kann echt nicht wahr sein. Ich muss halt wirklich schon fast auf deren Spawn fahren, damit ich mal irgendwann einen Panzer
ziehe. Wie mein T34 einfach auf der Stelle abbremst, weil weiß auch keiner so genau. Es kann nicht sein, wo sind die denn? Da war schon mal einer. Frage ist, wo ist der Rest? Da ist eine Treppe, der muss ich ausweichen. Nein, IS-2, das machst du nicht. Ja. Da haben wir schon fast gerechnet. Ich dachte, IS-2 kommt vorher noch vorgefahren, aber naja. Alter, was ist denn das für eine bescheuerte Karte, ey? Oh Gott, das ist so behindert. Oh Gott im Himmel. Alter, es ist... Oh Gott. Das geht gar nicht. Oh Gott, die beide Teams stehen irgendwo hinten im Spawn und campen. Und das ist, oh Gott. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie beschissen ich diese Kartenkonstellation finde. Die Karte selbst ist auch nicht die Krone der Schöpfung, aber mit nur einem Cap-Punkt ist er komplett bescheuert. Naja. Ah. Dann guck doch mal an, wo die Leute alle stehen. Es ist, ist schon irgendwie, ist schon fast wieder lustig. Naja, wir machen jetzt unsere Kills, dann ist gut. Ja, der AL-44. Nicht auf einen Kilometer Entfernung. So nicht. Oder in T-34. Guck mal, wo der lang fährt, ey. Ach, komm. Ist das geknackt. So, den holen wir jetzt schon mal kurz ab. Komm, lad nach. Sehr schön. Dann kümmern wir uns um das Problem da oben. Das Problem ist, genau, hier steht noch jede Menge Kram. Ich kann ja jetzt nicht einfach vorpreschen, weil mich das wahrscheinlich mein Leben kosten wird. Da oben steht noch ein sturer Emil, der, wenn ich nicht aufpasse, mit den Garaus macht. Und ich kann ja auch nicht losfahren, weil links steht noch ein Tiger und geradeaus steht noch ein T-4985. Das sind halt nicht die rosigsten Aussichten, vor allem weil hier der hässliche Rauch ist. Ich will was sehen. Da. Ja, müsste halt rausfahren, ne? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch genug Tickets, meine Güte. Naja. Ja, das Problem ist, sobald ich jetzt anfange losfahren, sieht er das und dann war es das. Vor allem, wenn ich jetzt losfahre, dann muss ich mich halt auch auf den sturen Emil rechts von mir auf den Berg konzentrieren, ne? Aber auch nicht vergessen. Wir versuchen es einfach. Oh. Nein, 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 nein. So nicht. Das ist doch ein Witz. Ihr wollt mir jetzt... Oh Gott. Ihr wollt mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich da dann nicht... Ach komm. Bin da also nicht durchgekommen. Mhm. Ja, ist okay. Benutzt du das Ding als Flak? Benutzt du das Ding als Flak? Vor allem mein Team, das interessiert sie halt überhaupt nicht. Es ist nur ein einziger Typ von uns auf der anderen Seite des Flusses. Ein einziger. Hat dir schon mal jemand erklärt, dass es in diesem Spiel darum geht, diesen wunderschönen Punkt da einzunehmen? Ich glaube nicht.
Ah, verdammt. Seh nix. Besser. Okay. Wir fahren weiter vor. Oh, da steht ein Tiger. Haha. Daneben. Wahrscheinlich ist er auch so lustig abgeprallt. Oh Gott. Das ist halt echt. Ja, das werde ich nicht überleben. Oh, die M18 guckt gerade nicht auf mich. Und der sture Emil auch nicht. Vielleicht habe ich schnell genug nachgeladen. Bitte, 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 bitte. Komm, 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 komm. Ja. Ah, da hat mich die S1 gekriegt. Ja, ja, was soll man da machen? Mein Team hat auch einfach nicht mitgezogen. Okay. Ich fand Cheating, Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht dauernd auf Cheater treffe und es nicht merke, aber ich hätte es behauptet, ich habe noch keinen getroffen. Aber was ich jetzt nochmal kurz gucken will, ja, der sture ihm doch 6 Kills, ich wollte gerade sagen, der müsste ein paar Kills gemacht haben. Aber wir haben auch 6 Kills gemacht. Naja, die Runde war, glaube ich, ganz okay. So. Baba. Ja, 6 Kills, kann man machen. Was kriegen wir denn? Komm, 1 Million Silverlines. Immerhin 2500. Ja, finde ich gut. Ja, wie gesagt, 6 Kills, das ist okay. Das ist doch... Oh, guck mal. Verbesserte Optik. Achso. Das ist der M24. Ja, den habe ich zwischenzeitlich auch gefahren. Aber nicht für dieses Video. So. So, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Und ich habe gerade schon fast gepennt. Doch. So, die Runde hat nämlich schon angefangen. War noch so ordentlich am Video sortieren und dann sehe ich so, oh, da leuchtet was orange. Ich glaube, die Runde hat schon angefangen. Naja, wir schaffen das trotzdem noch. Habe auch gerade gesehen, dass mein Mikrofon ausgestellt war. Ich hoffe, ich habe es nicht zwischendurch irgendwann ausgestellt und jetzt schon Videos mit quasi nicht aktivem Mikrofon aufgenommen. Aber ich glaube, das habe ich hingekriegt, das Mikrofon zwischendurch an- und auszustellen. Naja, jetzt kann ich auf jeden Fall sicher sein, dass an ist. Passe ich hier durch? Ja, das sieht gut aus. Probier's auch mal was aus. Denn ich nehme dieses Video in 120p auf. Quatsch, 120p. Ja, 120p. Es ist ein großer grüner Pixel. Nein, 120 Bildern pro Sekunde. So dass ich das, wenn ich dann den Kram auf 4K render. Ja. Genau das ist das Problem. Halleluja. Nein, 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 nein. Weg hier. Ich wusste, dass das passiert. Aber ich dachte nicht, dass das so schnell passiert. Dass sie so schnell da durchfahren. Damit ich das, wenn ich das auf 4K hochrendere, das Ganze dann in 60 Bildern pro Sekunde machen kann. Und nicht in 30, wie momentan. Weil momentan sind alle meine Videos zwar in 4K, aber nur mit 30 Bildern pro Sekunde, weil ich nur 60 Bildern pro Sekunde aufnehme. Warum erkläre ich nochmal in einem extra Video, was das alles auf sich hat und wie das alles funktioniert. Kommt noch. Der hat in meine Richtung geguckt. Ich hätte jetzt mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Vor allem, weil der die ganze Zeit beschossen wird. Aber das ist mir anscheinend so ein bisschen egal. Oh, lol. Okay. Ich habe den Sherman Firefly wieder gefunden. What the fuck? Aber lustig, er hat mir einfach nur mein Fahrer ausgeschossen und sonst nichts. Das kam jetzt unerwartet. Gebe ich durchaus zu. Ist der da? Ja. Aufploppende Panzer. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Alter. Herzinfarkt erster Güte, ey. Kam da noch was lang. Alter Vater, ey. Unfassbar. Ja, ja. Naja, der IS-1 ist mal wieder aufgeploppt, wie man das so kennt. Da kann man dann auch nicht mehr viel machen.
Dann wäre ich vielleicht auch nicht an die Ecke rangefahren, sondern wäre stehen geblieben. Aber okay. Hätte ich den früher gesehen. Aber, ne, wie das immer so ist, ne. Was soll ich mich über das Sichtsystem aufregen, habe ich genug getan. Wir fahren jetzt einfach nochmal genüsslich mit meinem IS-1 dahin und gucken mal, ob wir einfach diesmal mehr Glück haben. Ja, langsames Glück. Ich wollte auch mal wieder eine RB-Runde aufnehmen, aber momentan komme ich einfach nicht dazu. Weil RB-Runden brauchen meistens ein bisschen mehr Zeit. Naja, guck ich mal. Au, au, au. Kommen wir rüber. Achso, das war das Flugzeug. Ich wollte gerade sagen, mit dem Panzer würde ich mich tatsächlich jetzt auch hier hinstellen, weil der hat genug Panzer. Damit das klappt. Ja, sollen die bloß von da hinten schießen? Habe ich keine Angst. Der KV-1 ist auch mutig. Flugzeug. Naja, und weg. Ah, schade, steht hinterm Haus. Der steht hinterm Haus. Für den Fall, dass du blind bist, habe ich es dir jetzt nochmal erzählt. Eieiei. Ups. Er ist schon mal weg. Will auch ehrlich, um ehrlich zu sein, nicht zu weit vorfahren. Allerdings macht mein Team gerade ganz schön Druck. Ich will noch ein, zwei Kills abkriegen. So in etwa. Der versperrt den Weg. Mhm. Nebel. Wer mag ihn nicht? Ich zum Beispiel. Wir hatten hier Nebel geworfen, welcher Arsch. Bin jetzt nicht gut. Ich kann jetzt einfach durchpreschen, aber möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so. Obwohl, andererseits, vielleicht möchte ich das doch, sind nämlich nicht mehr viel am Leben. Ah. Naja. Ist ein Churchill MK7, also Frage, ob ich da durchkomme, ist sowieso so eine Sache. Autsch, autsch, autsch. Ich sehe nichts. Können Sie sich mal der Rauch, bitte? Danke. So, Churchill. Du kommst nicht durch mich, aber ich komme vielleicht durch dich, vor allem mit APCR. Mein Freund. Wie ist denn das werte Wohlbefinden? Oh, schade. Ich hätte hier vorne, na, ist egal. Easy Jaw. Nein, lass es, lass es. Sehr schön. Oh, ich bin tot. Oder auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich frontal durchkomme, aber. Der Indikator hat gesagt, doch. Ist kein Problem. Tschüss. Das ist halt schon krass, ne? Wie wir hier gerade aufräumen, aber wir sind unser Team macht doch gerade alles platt. Ah, naja. Seht ihr halt mal ein etwas dominanteres Spiel. Was soll das? Lass ich so stehen. Meine Fresse, geht aber auch gut, ne? Die M10 habe ich ein bisschen Angst vor. Na, schade. Da steht auch noch eine Zoo, glaube ich. Wir stehen schon an deren Spawn, ne? Sehe ich das richtig? Ah, die hat geschossen. Jetzt können wir es probieren. Sollte sie nochmal rausfahren, mal so platt. Sodele. Die SU steht ja immer noch.
Interessant. Das war die M10. Ist das schon Spawn-Camping, ist die Frage. Ah, ich hole mir jetzt noch die SU und dann mache ich Schluss. Die SU und die M10 standen da lange genug, dass ich sage, nee, ist nicht mehr Spawn. Naja. Wie gesagt, bei Spawn-Camping bin ich immer so, ist das jetzt schon oder ist das nicht? Komm, wenn das die SU ist. Die hat sich wieder an den Spawn drangestellt, aber das zählt nicht. So, ich fahre ja schon weg. Ja, ja, ja. Ich hätte eigentlich nicht, aber die SU dachte ich mir, hole ich mir noch. Naja. Egal, ja, ich fahre raus. Bin noch nicht draußen. Wie gesagt, also ich habe eigentlich zumindest meines Erachtens nicht direkt auf den Spawn geschossen, sondern auch nur auf Panzer geschossen, die ja schon ein bisschen standen. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. War das jetzt zu viel oder sagt ihr, nee, ist noch in Ordnung. Wie gesagt, Spawn-Camping ist ja etwas, was ich eigentlich nicht betreiben möchte. Also anders als mein Team, weil das hier ist wirklich Spawn-Camping. Naja, gut. Aber die Runde war voll in Ordnung. 6 Abschüsse, 2 Abschusshilfen. Kann sich sehen lassen. Die war jetzt zwar sehr dominant, aber naja. Ich wollte nur mal ein paar Abschüsse zeigen. Und außerdem habe ich schon so viele Runden gespielt. Da bin ich jetzt mal ganz froh, dass eine ordentliche dabei ist. Deswegen werde ich die jetzt auch nehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wir holen nochmal die Belohnung ab. Ja, wie gesagt, 6 Abschüsse. Das ist noch ganz gut. Ja, bis zur IS-3 ist noch ein bisschen hin. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über Likes und Kommentare freuen. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!